Heute, meine Lieben, haben wir den zweiten Advent und wir zünden das zweite Lichtlein an. So, okay, wollen wir mal anzünden. Die erste Kerze ist für den ersten Advent, was wir schon hatten. Die zweite Kerze für den zweiten Advent. Beim Anzünden des zweiten Lichtleins an unserem Adventskranz kommt mir folgender Gedanke. Ehrlich, lohnt es sich nicht einmal innezuhalten, den Alltag abzuschalten und sich an schöne Dinge des eigenen Lebens zu erinnern? An die Familie, Freunde, ja, an all das, was uns gut tut. Sicher sind glückliche Ereignisse dabei. Wenn auch nur in Gedanken all diese schönen Erlebnisse innerlich an uns vorüberziehen. Halte inne und genieße sie noch einmal. Negative Gedanken haben jetzt keinen Platz. Ich möchte euch dabei helfen, alles Negative loszulassen. Und deshalb möchte ich euch folgende Geschichte vorlesen. So, ich habe es mir schon mal markiert. Wartet mal. So, seid ihr entspannt? Genießt es jetzt einfach, was ich euch vorlese. Es war an einem zweiten Adventssonntag. Des Morgens stand Anita als erste der Familie auf. Liebevoll, in freudiger Stimmung, richtete sie den Frühstückstisch mit den Brötchen, die der Bäcker an die Haustür gelegt hatte. Anita legte sie in das Körbchen, dazwischen einige Brotscheiben. So, dachte sie, ab ins Bad und danach wird die langschläfrige Rasselbande zum Frühstück gerufen. Den Adventskranz wollte sie später anzünden. Als sie im Bad in den Spiegel schaute, sagte sie zu ihrem Spiegelbild: Eigentlich kann ich ganz zufrieden sein. Ich habe einen guten Mann, zwei schon große Jungs mit guten Berufen, die irgendwann das Haus und uns verlassen werden. Dabei dachte sie: Ich bin wirklich glücklich. Und ein tiefer Seufzer der Erfüllung kam aus ihrem Mund. Im Schnelldurchlauf ließ sie ihr Leben an sich vorüberziehen. Als Einzelkind war sie aufgewachsen. Die Eltern waren in ihren Berufen beschäftigt und hatten wenig Zeit. Die Eltern dachten wohl, dass Anita glücklich bei ihnen aufwächst. Geschwister hatte sie keine und vermisste sie auch nicht. Sie war gut in der Schule, lernte schnell und war so auch mit ihren Hausaufgaben schnell fertig. Aber sie hatte viel Zeit. Zeit, in der sie alleine war mit ihren vielen Spielsachen, zu denen sie keinen besonderen Bezug hatte. Nur ihr kleiner alter Plüschhund war ihr, Vertrauter. Ihm konnte sie alles erzählen. In den freien Nachmittagsstunden ging sie häufig in die Stadt, speziell in der Vorweihnachtszeit. Und Schnuffi war immer dabei. Sie bestaunte die glitzernden Lichter, die geschmückten Schaufenster und sie liebte den Duft von gebrannten Mandeln. Lichter und Kerzenschein waren ihre Freude und wenn sie davor stand, vergaß sie die Welt. Einmal stand eine Familie mit vier Kindern neben ihr und die bewunderten die schönen Kerzen, die an einem Weihnachtsstand angeboten wurden. Man sah,
dass die Familie nicht wohlhabend war, aber die Kinder waren wohl erzogen. Sie hatten Freude daran, als jeder von ihnen eine schön geschnitzte Kerze von den Eltern bekam. Jedes Kind durfte sich eine Kerze mit einer schönen Farbe aussuchen. Anita staunte, mit welcher Freude sie die Farben aussuchten, und schämte sich, dass sie keine Freude an all ihren vielen Spielsachen hatte. Sie spürte die Liebe, die zwischen ihnen weilte, und kam sich arm und einsam vor. Da sprach sie eines der Kinder an. »Bist du alleine? Hast du kein Zuhause und keine Eltern?« Ihre Antwort war: »Ich bin immer alleine. Meine Eltern haben viel zu tun und keine Zeit für mich. Mein Spielzimmer ist voll mit Spielsachen, die ich nicht mag. Am liebsten habe ich Schnuffi. Er ist mein Freund.« Sie zeigte ihnen ihren Hund und sie bewunderten ihn und erzählten, dass jeder von ihnen ein kleines Plüschtier hat, das auch schon älter und abgegriffen war. Da sagte der Junge: »Meine Eltern arbeiten auch, doch für uns haben sie immer Zeit. Wir leben auf einem kleinen Bauernhof, wo wir manchmal helfen dürfen. Aber zuerst müssen die Hausaufgaben fertig sein. Komm uns doch einmal besuchen und bring deinen Schnuffi mit.« »Darf ich?« fragte Anita ungläubig deren Eltern. »Ja, gerne, aber du musst deinen Eltern sagen, wo du bist.« Zu Hause hatte es Anita erzählt und ihre Eltern meinten: »Ja, aber komme nicht zu spät nach Hause und hole dir keine Krankheiten.« Anita war enttäuscht, dass sie überhaupt nicht für ihre neuen Freunde sich interessierten. Sie hörte sie sagen: »Ist schon gut, dass sie jemanden hat, wo sie spielen kann und aufgehoben ist. Bei Gelegenheit werden wir mal hingehen und schauen, was das für Leute sind.« Lange Zeit hatten sich ihre Eltern nicht erkundigt, wo sich ihre Tochter am Tage aufhielt. Allerdings merkten sie wohl, dass sie glücklicher als früher war. Doch dann wurde sie krank. Zuerst dachte man, es sei ein Virus. Sie aß nichts mehr. Und wenn sie etwas zu sich nahm, spuckte sie alles wieder aus. »Was ist los mit dir?« fragten die Eltern. Nach langem Fragen hat dann Anita erzählt, dass bei der Familie ihrer Freunde der Bauernhof abgebrannt war und die Versicherung nicht bezahlen wollte. Sie hatten kein richtiges Zuhause mehr und deshalb kann sie nicht sie mehr besuchen gehen. Die Eltern ließen sich die Adresse geben und besuchten die kleine Bauernfamilie. Es stellte sich heraus, dass sie kein Geld für einen Rechtsanwalt hatten. Anitas Eltern bestellten einen befreundeten Anwalt, der die nötigen Schritte unternahm. Der Brand ist durch einen Kurzschluss entstanden und die Versicherung musste den Schaden bezahlen. Dabei hatten sie sich angefreundet, die Eltern, und der eine Junge ist heute Anitas Mann und der Vater ihrer zwei Söhne. »Hallo, träumst du?« Anita wurde schüttelnd von ihrem Mann aus ihren Träumen geweckt. »Nein, nein, ich dachte nur, wie schön es ist, euch zu haben und dass wir Gott danken können.« Gemeinsam und glücklich gingen sie, um mit der Familie den zweiten Advent zu feiern. Ja, meine Lieben, ist es nicht wundervoll, eine Familie oder ganz liebe Freunde zu haben, egal, ob man nun einen Mann oder Kinder hat, ob man alleine ist oder nicht,
ob man ein Tier als Hausgenossen hat oder. Wichtig ist, dass man das Positive für sich selbst herausholt und positiv denkt und lebt. Die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist eine Zeit, wo man über viele Dinge nachdenken kann, umdenken kann, um einfach glücklich leben zu können und glücklich sein zu können. Habt eine wunderbare Voradventszeit und denkt daran, wenn ihr heute das zweite Lichtlein anzündet, dass das Leben schön sein kann und ist. In Liebe, eure Deria.